als zuständiger Dächern des Dekanates St. Johann in Tirol ist es meine traurige Aufgabe, heute nach dem plötzlichen Sterben unseres Kollegen, Mitbruders Pfarrer Santan Fernandez, euch hier in der Pfarrkirche von St. Ulrich willkommen zu heißen. Besonderer Gruß gilt unserem Herrn Erzbischof, auch unserem Herrn Weihbischof Hansjörg, allen Schwestern und Brüdern der Gemeinschaft der Apostel der Heiligen Familie, die Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst, Pfarrassistentin Schwester Barbara aus Weidring, Frau Bürgermeisterin Brigitte Lackner hier in St. Ulrich, die Herren Bürgermeister aus Weidring und St. Jakob in Haus, Pfarrgemeinderatsobfrau von St. Ulrich Monika Hofstetter, Pfarrgemeinderatsobfrau Christine Niederseher aus St. Jakob in Haus, Pfarrkirchenratsobleute, Mitglieder der Pfarrgemeinderäte, Pfarrkirchenmitglieder, die Damen und Herren Gemeinderäte und die Mitglieder der Gemeindevertretungen, die Vertreterinnen und Vertreter der Vereine mit den Fahnenabordnungen, die Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens und der öffentlichen Körperschaften hier im Pillerseetal und darüber hinaus, alle Pfarrmitglieder der drei Pillerseetalpfarren, alle Mitfeiernde über Livestream, die Ministrantinnen und Ministranten hier von aus der Pfarre, die Musikerinnen und Musiker, Freunde, Weggefährten, Gönner von Pfarrer Santan und der Gemeinschaft, festlich versammelte Trauergemeinde. Es sei mir gestattet, noch ein paar persönliche Grußworte via Livestream nach Indien zu sprechen. Dear family members of Reverend Santan, as you are connect to us today via Livestream, we first, of all our Archbishop, the Auxiliary Bishop, the many priests, diacons, and cores in particular, the community of the Apostles of the Holy Family, and many faithful of his parish, would like to express our condolences on the so sudden death of your brother-in-law and relative. We can imagine what a deep pain it must be for all of you not to be able to come to Tirol in person to attend today's funeral. However, we are united with each other in prayer and in celebrating of Holy Mass and wish you all consolation and hope out of our faith. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Trauerfamilie, auch meinerseits ein herzliches Grüß Gott zu diesem Gottesdienst, in dem wir uns dankbaren Herzen an Gott wenden für unseren Mitbruder Santan, der so plötzlich von uns gegangen ist. Er war ein frommer Priester, der es auch liebte, auf Reisen zu gehen. Ja, auf einer Pilgerreise ins Heilige Land, so durfte ich lesen, hat er seine Berufung erfahren. Nun ist seine Pilgerreise im himmlischen Jerusalem angekommen. So hoffen wir und so dürfen wir glauben und dafür wollen wir auch beten. Nun aber wollen wir uns besinnen und das Erbarmen Gottes anrufen über dieses priesterliche Leben, aber auch über uns alle
wie wir ihn vermissen werden. Ich bekenne, O Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses es getan habe. Ich habe es verliert in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, Heilige und Heilige, und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, erhöre unser Gebet für unseren verstorbenen Pfarrer Sandern. Du hast ihn mit der priesterlichen Würde ausgestattet. Gib ihm nun den Platz, der für ihn in der Herrlichkeit des Himmels bereitet ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Tod wird nicht mehr sein. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir: Sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Wort des lebendigen Gottes. Aleluya, aleluya.
her hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 70 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns die Schrift erklärte? Doch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Trauergemeinde, wieder einmal hat sich jetzt schon vor mehr als einer Woche Jesu Wort ereignet, wenn wir in der Heiligen Schrift lesen: Wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. So schnell und plötzlich und unerwartet wurde Pfarrer Santan aus seinem Leben, aus seinem priesterlichen Wirken herausgerissen. Und irgendwie verbreitete sich die Nachricht über seinen plötzlichen Tod im Pillerseetal und darüber hinaus wie ein Lauffeuer. Und heute sind wir hier, um ihm in aller Ehre das letzte Geleit zu geben. Der bereits auch schon verstorbene Seelsorger, Autor, geistlicher Autor Henry Nouwen schrieb einmal über Priester und Ordensleute. Er schreibt, ich darf zitieren: Wir Priester und Ordensleute sind in unserer Liebe genommen, gesegnet, gebrochen und gegeben. Segnen, brechen und geben ist die Dynamik der Seelsorge. So verhält dieser Satz von Henry Nouwen.
wir sind genommen. Zu diesem Nehmen oder Genommensein sagen wir auch Berufung. Gott ruft die oder den, er fasst uns an, egal was wir vorweisen können, unabhängig von Herkunft, Fähigkeiten, sozialer Stellung, Sprache, Nationalität und Begabungen. Wie wir schon gehört haben, fand Pfarrer Santan nach seinem Aufwachsen in einer etwas reicheren, begüterteren Familie, aber mitten in den Slums, wo es ihm nicht so schlecht ging, aber er immer auch schon den Blick für die Armut um ihn herum von Kindesbeinen an wahrnahm und schon sehr früh begann, diese Armut auf seine Art und Weise lindern zu versuchen, so erfuhr Santan, Pfarrer Santan, seine Berufung genau in jenem Ort in Jerusalem, wo Jesus sich zurückgezogen hat, wenn er vom Ölberg, von der Wüste, von Jericho heraufkam, Garten Gethsemane, wo er dann auch an seinem letzten Abend auf der Erde vor seinem Tod Blut schwitzte und mit seinem Tod rang. Genau an diesem Ort fand Pfarrer Santan seine Berufung, mit der er danach aber auch immer wieder noch ein wenig gerungen hat, ob er sein Ja, sein Fiat sprechen konnte. Und er hat es dann getan. Dieses Genommensein ist immer ein Genommensein für etwas, für jemand. Es ist ein Sein, dieses Genommensein ist ein Sein zur Seelsorge, zur Pastoral, zur Nachfolge. Und es ist auch ein Genommensein, im Dienst Genommensein für andere, für Gott. Und wie weitum wohl bekannt war, und wir wissen das ja auch, verstand er auch seinen Dienst nicht nur im Dienste Gottes für andere, sondern er wusste sich auch im Dienste der Gottesmutter stehend. Wir sind gesegnet. Menschen sollen ein Segen sein, nicht ein Fluch, schon gar nicht eine Drohgebärde, auch nicht ein Ausbund an Manipulation oder Durchtriebenheit. Wie viele Menschen, Gegenstände, Dinge, Häuser, Wohnungen hat Pfarrer Santan seit seiner Priesterweihe oder Diakonweihe nicht gesegnet? Nicht nur während der Spendung der Sakramente, sondern vor allem und darüber hinaus auch mit der wundertätigen Medaille. Pfarrer Santan hatte da so einen ganz speziellen Zugang zu jener jenseitigen Wirklichkeit, von der er diesen Segen her empfing und sich wie so ein durchlässiges Gefäß diesen diesseitigen Segen weitergab. Und so wurde Pfarrer Santan wohl zum Segen für unzählige Hilfesuchende, Kranke, Gebrochene, aber auch für seine Gemeinschaft, aber auch in der sogenannten Telefonseelsorge, wie das hier oben im Pillerseetal ja auch immer genannt wurde, war er auch ein Segen. Und wer so den Pfarrer Santan anrufen wollte, stand oft verzweifelt lang in der Warteliste, weil das Telefon im Pfarrhof unermüdlich läutete und läutete und läutete und er entweder beschäftigt war und Gott sei Dank auch manchmal die Schwestern abheben konnten. Dieser Segen kann aber nur wirken, wenn
die Gesegnete oder der Gesegnete wirklich bereit ist, sich mit den ihm Anbefohlenen zu verbinden, ja zu verwurzeln. Und er war, trotz seiner häufigen Abwesenheit, er musste immer wieder auch nach Indien, auch hier doch verwurzelt. Die Aufgabe eines Priesters ist es, seine ihm Anbefohlenen so mit allen Hilfen zuzurüsten, zu begleiten, zu unterstützen, dass jede und jeder gut als Christin, als Christ in dieser Welt leben und wirken kann. Pfarrer Santan hat unzählige Kinder getauft. Wohl mehreren Hunderttausenden das Brot des Himmels gereicht in der Eucharistie. Wie viele Segensgebete hat er über die Brautpaare gesprochen, die er bei der Hochzeit als Traupriester begleitet hat. Im Sakrament der Beichte, wo er die Menschen im Auftrag Jesu, im Auftrag Gottes, im Auftrag der Kirche mit sich selbst, mit der Kirche und mit Gott versöhnt hat, diesen Zuspruch geben konnte. Und er hat wohl vielen Hunderten, wenn nicht Tausenden, das letzte Geleit gegeben. Er hat sich so wie ein Weizenkorn im priesterlichen Dienst hergeschenkt. Wir sind gebrochen. In seinem Priesterleben hat Pfarrer Santan, so gut es halt konnte, von diesem, seinem Gott, unserem Gott, erzählt, verkündet. Berufene erzählen von Christus, um sie hinzuführen zu dieser alten christlichen Überzeugung des Christseins, das auf diesen Gott Verlass ist. Weil er wusste, und aus dieser Quelle lebte er wohl auch, in diesem tiefen Verwurzeltsein in Gott selbst. Wer Menschen durch und mit Marias Hilfe zu Christus führt, wird wohl dann auch vom Brot des Lebens sprechen, von Jesus, dem Freund, der unsere Speise geworden ist, damit wir auf unserem geistlichen Weg nicht verhungern. Aber diesen Jesus als Brot des Lebens gibt es immer nur als gebrochenes Brot. Jesus hat sich für uns am Kreuz, für uns brechen lassen, damit wir Anteil, Gemeinschaft mit ihm haben. Wie oft hat er dieses Brot des Himmels hier buchstäblich immer wieder neu gebrochen. Und die Emmaus-Jünger erkannten Jesus, den Auferstandenen, am Brot brechen. Und dieses Gebrochensein blieb Pfarrer Santan auch nicht erspart. Er hat sich wahrscheinlich mehr als einmal unverstanden gefühlt oder erlebt. Und wer weiß, wurde ihm auch mitunter Ablehnung entgegengebracht. Und im Letzten blieb er wohl auch als Person ein Stück weit für uns ein Geheimnis. Wenn es brenzlig wurde oder ernst, dann strahlte Pfarrer Santan eine unheimliche Ruhe und Gelassenheit aus und er schmunzelte dann oft nur, aber er sagte nicht viel. Er nahm oft still Anteil an den Sorgen der Gebrochenen, aber vielleicht auch bei den verschiedenen Unterhaltungen und Sitzungen war er oft ein stiller Anwesender. Wenn er es schwer hatte
dann sagt er oft nur alles zur Ehre Gottes oder Gott fügt. Früher oder später kommt für uns alle und auch kam es für ihn der Moment im Glauben, wenn wir da so in jenes Rosinenbrot reinbeißen und das, was wir dann für eine Rosine halten, stellt sich dann als kleiner Kieselstein heraus. Immer wieder hat Pfarrer Sand dann auch auf solche Kieselsteine beißen müssen und aus dem Brot des Lebens, das ihm Christus gegeben hatte, wurde eine mühsame und harte Speise. Irgendwie erlebte er den immer größer werdenden Seelsorgsverband wohl auch als Kieselstein und hat wohl auch so manchen Kieselsteine vielleicht selbst gelegt. Wir sind gegeben. Als Christen wissen wir, das für sich behalten muss fremd sein. Wir sind uns zunächst selbst aufgegeben und gegeben, um mit Romano Guardini zu sprechen, die Annahme seiner selbst, aber dürfen uns auch selbst schenken, geben können. Pfarrer Santan hat sich so als der oft stille Wanderer mit den Menschen, mit deren Sorgen, mit deren Hoffnungen, mit deren Freuden, mit den Hochs und Tiefs verbunden. Und so wurde er Christus auch ein wenig ähnlich. Im Tod wird er nun wie das Weizenkorn in den Gottesacker draußen gelegt. Unser Glaube verheißt uns, dass auch seine Saat aufgehen wird. Pfarrer Santan hat nämlich auch vieles von seinen Vorgängern, die hier in den drei Pfarren vor ihm gewirkt haben und die er dann so mit der Zeit erhalten hat, auch als Pfarre, ernten dürfen. Also was andere vor ihm gesät, begossen und gehegt haben. Nun wird aber auch das, was Pfarrer Santan gesät hat, Früchte tragen. Das, was aber er begossen und gehegt und gepflegt hat, das werden jetzt andere nach ihm ernten dürfen. Ein typisch paulinisches Prinzip. Pfarrer Santan, vergelt's Gott für vieles, was du in deinem priesterlichen Wirken und als Pfarrer in diesen drei Pfarren, St. Ulrich, St. Jakob und Weidring, aber auch für die Gemeinschaft getan hast. Heute feiern wir jetzt in der Eucharistie den Vorgeschmack, dass das Weizenkorn, Pfarrer Santan, und einmal das Weizenkorn unseres Lebens und Glaubens, im Bild gesprochen jetzt, zur Pflanze der ewigen Gemeinschaft mit Gott heranreift. Amen. Der Tod von Pfarrer Santan schmerzt uns und macht uns unsere Vergänglichkeit neu bewusst. Voll Vertrauen blicken wir auf Gott, unserem himmlischen Vater, der nicht dem Tod das letzte Wort lassen wird, sondern dem Leben.
so bringen wir unsere Anliegen vor ihn und rufen voll Vertrauen. Gütiger Vater, du bereitest für jeden eine Wohnung vor. Wir bitten dich für unseren Pfarrer Santa. Öffne du ihm die Tür in dein Reich und schenke ihm das ewige Leben bei dir. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, wir beten für die drei Pfarrgemeinden, St. Ulrich, St. Jakob und Weidring, in denen Pfarrer Santan als guter Hirte viele Jahre segensreich gewirkt hat und nun eine große Lücke hinterlässt. Stärke unsere Pfarrgemeinden und lasst den Samen, den er gesät hat, aufgehen und reiche Frucht bringen. Wir bitten dich, himmlischer Vater, Pfarrer Santan war ein Priester, der besonders das heiligste Herz Jesu und das unbefleckte Herz Marien verehrte. An diesen Tagen lud er besonders zur heiligen Messe und zum Gebet für die Kranken heim. Die tägliche heilige Messe war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Sie war die Kraftquelle für sein segensreiches Wirken. Wir bitten dich um einen guten Nachfolger für unsere drei Pfarreien. Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, wir beten für unsere Gemeinschaft, Apostel der heiligen Familie, für unsere Familienmitglieder, Freunde und Wohltäter. Wir danken für unseren Gründer, Pfarrer Santan, der unser geistlicher Vater ist. Vergelte ihn reichlich all das Gute, das er unermüdlich zur Ehre Gottes und zum Heil für uns und für so viele Menschen getan hat. Wir bitten dich, Herr. Barmherziger Vater, Pfarrer Santan hatte stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen und ganz besonders für die Kranken und Leidenden. Schenke allen Menschen, die um Pfarrer Santan trauen, Trost und Hilfe. Stärke die Kranken in ihrem Vertrauen. Richte sie auf und lass sie Heilung finden. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, Pfarrer Santan hatte ein so großes Herz für die Bedürftigen und besonders für die armen Kinder. Er hat in den letzten 50 Jahren ein großes Missionswerk in Indien aufgebaut. Wir übergeben das Missionswerk in deine sorgenden Hände. Berühre du die Herzen, dass sie dieses Werk großzügig unterstützen und weiterführen. Wir bitten dich, Herr. Himmlischer Vater, Pfarrer Santan hat unsere Gemeinschaft Apostel der Heiligen Familie gegründet. Schenke uns viele Berufungen, festige und segne unsere Gemeinschaft und hilf uns, das Charisma unserer Gemeinschaft zu leben und in die Welt hinauszutragen. Wir bitten dich, lebendiger Gott, wir bitten dich für die verstorbenen Eltern und Geschwister von Pfarrer Santan und für alle unsere lieben Verstorbenen. Nimm sie auf in deine ewige Herrlichkeit und schenke ihnen die Freude bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns.
Gott, unser Vater, du bist ein gütiger Gott, der uns Menschen auch in dunklen Stunden seine Liebe bewahrt. Du hörst unsere ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten. Auf dich vertrauen wir und auf dich bauen wir heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns zum Kelch des Heiles werde. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Allmächtiger Gott, wir feiern das heilige Opfer für den verstorbenen Priester Sandan. Lass ihn in der Ewigkeit unverhüllt schauen, was er uns im Sakrament verborgen gereicht hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit.
Denn deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, den am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in deinem Reich. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Franz, unserem Weihbischof Hansjörg, allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unseres Mitbruders Santan, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe und die Priesterweihe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod. Lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen.
Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Ulrich, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Jesus hat uns ein wunderbares Gebet hinterlassen, ein Gebet, das unser verstorbener Mitbruder täglich mehrmals gebetet hat. Dieses Gebet vermag immer wiederum, Licht in diese Welt hineinzubringen, selbst in die Dunkelheit des Todes, so wie wir es mit Andacht und Hingabe beten. So lasst uns nun beten, wie der Herr es uns gelehrt hat. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst die Wege der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst die Wege der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst die Wege der Welt, gib uns dein Frieden. Jesus Christus, der Mann deines Leibes und Blutes, und nicht gerecht und verdammt. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Gesicht unter mein Dach, aber sprich mein Wort, so wird deine Seele gesund. Ich bin die Auferstehung und das Leben, spricht Jesus, der Herr.
lasset uns bieten. Barmherziger Gott, wir haben das Sakrament des Heils empfangen und rufen zu dir. Schenke deinem verstorbenen Diener, dem Priester Sandan, dein Erbarmen. Auf Erden war er ein treuer Verwalter deiner Geheimnisse. Lass ihn im Himmel deine unverhüllte Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Pfarrer Magister John Santan Fernandez ist auch für alle Freunde und Gönner der Gemeinschaft Apostel der Heiligen Familie. Es kann nicht sein, er ist nicht mehr. Von vielen Menschen wurde er liebevoll Pfarrer Santan genannt. Aber für alle war er Hoffnung in der Not, Freund im Gespräch, geistlicher Begleiter bei unzähligen Problemen, Helfer, Mitstreiter, Tröster, Beichtvater, Seelsorger und Segenspender von ganzem Herzen. Wenn etwas über seine Person hinausragte, so war es seine blitzschnelle, gedankliche Reaktion, seine überaus große Güte
und seine Menschenfreundlichkeit. Sein Spruch war: Sag über deinen Nächsten Gutes oder schweige. Seine Rastlosigkeit und sein übergroßer Eifer den armen Kindern, Alten und Hilfsbedürftigen etwa Freude, Essen, Aufmerksamkeit, Seelenfrieden zukommen zu lassen, hat ihn angetrieben. Seine Seelsorge, persönlich oder am Telefon, und dann die andere Arbeit, unzählige Briefe beantworten und seine Tätigkeit in den Pfarreien zu erledigen, da kam es zu oft vor, dass die Nacht beinahe zu kurz war. Er war aber vom ganzen Herzen Priester. Getragen von einer unendlichen Liebe zur Mutter Gottes und einer großen Ehrfurcht zu Gott, seinem Schöpfer. Wie innig er den Menschen versuchte, seine Freude und Überzeugung in der Heiligen Messe weiterzugeben, war Balsam für jeden, der sich darauf eingelassen hat. Es war wohl sein tiefer Glaube und seine hohe Geistigkeit, die so viele Menschen anzog und die ihm daher so gut zugingen. Aber nicht alle verstanden seine unendliche Gläubigkeit und Angriffe an seine Person und Hindernisse aus jeglicher Sicht machten ihm, der im Grunde ein so feiner, bescheidener und einfühlsamer Priester war, sehr zu schaffen. Aber es kam von ihm nie ein verächtliches Wort. Er trug alles mit so einer tiefen Demut, dass es in einem nur Bewunderung bewirkte. Der Glaube, den er uns vorgelebt hat, die Menschenfreude, die er uns gelehrt hat, die Fürsorge, mit der er jeden, der ihm gebeten hat, begleitet hat, die übergroße Güte und die Liebe zum Nächsten, die er uns vorgelebt hat, mögen für uns alle ein Vermächtnis sein. Und ganz zum Schluss hat er uns gezeigt, dass Glaube Berge versetzen kann. Wenn er auch seine irdische Hülle abgelegt hat, so dürfen wir doch hoffen, dass wir mit ihm durch das Gebet verbunden bleiben. So wollen wir uns in lieben und achtungsvollem Gedenken an eine große charismatische Persönlichkeit verabschieden und ihm stetes, wohlwollendes Gedenken bewahren. Lieber Herr Pfarrer, vergelt's Gott für alles. Ruhe in Frieden. Sehr geehrter Herr Erzbischof, hohe Geistlichkeit, liebe Schwestern und Brüder der Gemeinschaft, Apostel der Heiligen Familie, liebe Trauergemeinde. Als ich Herrn Pfarrer Santan einmal fragte, warum ihn so viele Menschen verehren und nach einem Gespräch mit ihm das Haus lächelnd verlassen, meinte er: Ich gebe Ihnen Hoffnung. Hoffnung und Liebe sind die Kraft und die Energie, die die Menschen brauchen.
Die Nachricht vom plötzlichen Tod des beliebten Pfarr Ulricher Priesters Santan vorletzten Montag, den 22. November, machte rasend schnell die Runde. Man hatte das Gefühl, die Uhr blieb für einen Augenblick stehen. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es war. Wir waren und sind alle tief betroffen. Pfarrer Santan hinterlässt eine Lücke, die schwer zu schließen ist. Tausende Gedanken kreisen in den Köpfen seiner großen Glaubensfamilie umher. Wie kann es weitergehen? Wie schaut unsere Zukunft aus? Am 13. September 1993, genau an seinem Geburtstag, übernahm der Jungpriester Santan Fernandes als Provisor die Pfarre St. Ulrich. Santan hat sich schon sehr früh in seiner Ulricher Zeit als bekennender Nuracher, Nurach ist der lokale Ausdruck für St. Ulrich, geoutet. Allerdings wurde dies, ich drehe das Jahr 28 Jahre zurück, von der Ulricher Bevölkerung nicht so wahrgenommen. In einer kleinen konservativen Gemeinde, noch dazu in einer ländlichen Region, hat es der von einem fremden Kontinent kommende Jungpriester nicht gerade leicht, sofort akzeptiert zu werden. Es sollte aber bald anders kommen. Santan verstand es, Menschen zu begeistern und weckte die Hilfsbereitschaft jedes Einzelnen. Schnell entwickelten sich Freundschaften, die unseren Pfarrer bei verschiedensten Sanierungs- oder technischen Verbesserungsarbeiten im Pfarrhaus oder in der Kirche unterstützten. Einige Nuracher Firmen motivierte er, sozusagen die Spenden in Form von Arbeitsleistungen zu erbringen. Der damalige Pfarrgemeinderatsobmann Norbert Eller erzählte mir von den vielen Änderungs- oder Restaurationsarbeiten, angefangen von der Adolarikirche bis zum Pfarrhaus oder unserer Hauptkirche zum Heiligen Ulrich. Erzbischof Dr. Eder von der Erzdiözese Salzburg wunderte sich über die vielen Bautätigkeiten in St. Ulrich und von woher diese alle finanziert würden. Was den wenigsten bekannt war, Pfarrer Santan nahm viel Geld aus der eigenen Tasche oder von seiner Glaubensgemeinschaft. Die Erzdiözese stand den Aktionen sehr kritisch gegenüber und es wurde nicht toleriert. Es war der Prozess schon eingeleitet. Pfarrer Santan sollte in eine andere Pfarre versetzt werden. Spontan reisten der damalige Bürgermeister, der leider auch schon verstorben ist, Kaspar Mettler, Pfarrkirchenratsobmann Martin Unterreiner und Pfarrgemeinderatsobmann Norbert Eller zum obersten Hirten der Erzdiözese, zum Dr. Eder nach Salzburg und erklärten dem Bischof, dass Pfarrer Santan in St. Ulrich bleiben muss. Mittlerweile sind 28 Jahre vergangen bis zu seinem Tod. Und heuer feierte er sogar sein 30-jähriges Priesterjubiläum. Das Wirken unseres beliebten Pfarrers erweiterte sich 1999 nach St. Jakob und 2002 auch noch nach Weidring aus. Für Pfarrer Santan war Integration sehr wichtig. Die Gründung der Glaubensgemeinschaft Apostel der Heiligen Familie Anfang der 90er Jahre mit Hauptsitz in Karwar in Indien brachte viele Frauen und Männer nach Europa. Die deutsche Sprache zu lernen, verstand er als Grundbedingung und Pflicht. Nur so konnten alle die Ausbildung auch für die Autoführerscheinprüfung in Österreich absolvieren und machen. Einmal erzählte mir, ein großes Anliegen von mir ist, dass es in 5 bis 10 Jahren keinen Priestermangel im Pillersetal mehr gibt. Waren einmal seine Worte bei einem gemeinsamen Gespräch. 10 Schwestern, 4 aus Europa, also Deutschland, Österreich, 6 aus Indien und 5 Brüder, alle aus Indien, wohnen hier im Haus der Gemeinschaft Apostel der Heiligen Familie in St. Ulrich. Die gehören bei uns in St. Ulrich einfach schon dazu. Mit ihren verschiedenen Ausbildungen für kirchliche oder soziale Berufe tragen alle sehr viel für das Gemeinwohl bei. Pfarrer Santan fühlte sich immer verantwortlich für alle
und bezeichnete alles als seine große Familie. Die Glaubensgemeinschaft wurde zum Maria-Empfängnis 2012 von der Erzdiözese Salzburg offiziell anerkannt. In der Heimat in Indien erbaute Pfarrer Santan Kinderdörfer, Kirchen, ein Theologiestudentenheim, Einrichtungen für Frauenbeschäftigungen, Nähfabriken und vieles mehr. Pfarrer Santan war ein unglaublicher, ganz besonderer Menschenkenner, der es verstand, das Gute im Menschen zu wecken und für die Gemeinschaft einzusetzen. Mit seiner unkomplizierten, immer freundlichen Art war er international bekannt und beliebt. Er verstand es, Menschen zu trösten, ihnen Glauben, Liebe und Hoffnung zu vermitteln. Wie sagte er einmal, ich habe mich immer sehr gerne mit ihm unterhalten, die Kranken bzw. die Nichtgläubigen muss ich hereinholen. Die Gesunden und die Gläubigen kommen eh von selber. Diese Worte haben mich sehr beeindruckt. Von überall kamen oft verzweifelte Menschen nach St. Ulrich, um sich bei Pfarrer Santan Trost und Zuversicht im Glauben zu holen. Besonders beliebt war unser Pfarrer für Hochzeiten oder Taufen. Das heilige Sakrament der Ehe ließen sich unzählige Brautpaare aus nah und fern von freundlichen und offenen Priester spenden. Viele Kinder wurden von Pfarrer Santan sehr liebevoll und einfühlsam getauft. Die große Ministrantenschar, gar nicht aufzuzählen, er hat sie bewegt, er hat die Kinder motiviert. Er verstand es besonders gut, auf die Wünsche der Eltern bei der Gestaltung, bei diesen erfreulichen, nicht alltäglichen Ereignissen einzugehen. Oder die herzlichen Erstkommunion feiern. Oder die festlichen Firmungen bleiben allen gerne in Erinnerung. Besonders hervorzuheben sind die legendären Zelebrationen der Hochämter zur Weihnachtszeit oder die besonderen Rorate-Messen oder der österliche Auferstehungsgottesdienst. Seine treuen und immer wieder neu gewonnenen, unzähligen Gläubigen werden diese wunderbaren Kirchenbesuche sehr vermissen. Große Festlichkeiten mit einer Feldmesse bei verschiedenen Anlässen unter freiem Himmel genoss unser Pfarrer bis ganz besonders. Wunderbare Erinnerungen kommen auf, wenn er neben dem Pfarrhaus auf der Pfarrwiese, wie wir schon als Kinder diesen Anger nannten, unter dem Baum ein großes, von einem Ulricher bemaltes Kreuz und ein mit Blumen geschmückter Altar aufgebaut war und Pfarrer Santan für hunderte Gläubige die Festmesse hielt. Oder bei der Bergmesse am Schafeberg. Ich weiß noch, das erste Mal nach 1,5 Stunden Aufstieg ihm die Anstrengung noch ins Gesicht geschrieben war. Und du, lieber Santan, trotzdem glücklich meintest, so nah bei Gott war ich noch nie. Oder auf der Buchensteinwand bei schönem Wetter die vielen Vereine mit ihren Fahnen das Heimkehrerfest mit dem Nuracher Pfarrer feierten. Und, lieber Santan, dann im Anschluss an die Festmesse beim gesellschaftlichen Beisammensein, ich sage fast, aber schon die meiste Zeit, immer gerne dein obligatorisches Wiener Schnitzel mit Pommes ohne Ketchup bestellt hast. Lieber Santan, wir können es nicht glauben, dass du nicht mehr unter uns bist. Gott hat die Engel gezählt und da fehlte ihm einer. Das warst du. Er hat dich deshalb zu sich gerufen und wird dir einen wunderbaren Platz im Himmel einräumen. Und dir alles Gute, was du hier auf Erden für Menschen getan hast, lohnen. Mit deinem irdischen Abschied verlieren wir nicht nur einen treuen Diener Gottes, wir verlieren auch einen Freund und Helfer in allen Lebenslagen. In Vertretung für alle drei Gemeinden, Weidring, St. Jakob und St. Ulrich, und im Namen meiner Bürgermeisterkollegen, bedanke ich mich für dein großes, unermüdliches, seelsorgliches Wirken für alle Gläubigen hier bei uns und in vielen Ländern Europas und vor allem für deine Mission in Indien. Wir werden dich immer in ehrwürdiger und liebevoller Erinnerung bewahren. Ruhe in Frieden, lieber Santan. Ja.
Wir Brüder und Schwestern der Gemeinschaft Apostelheiligen der Heiligen Familie möchten uns ganz herzlich bei allen, die heute mit uns dieses Requiem für Pfarrer Santan mitgefeiert haben, bedanken. Vergelt's Gott an unseren Herrn Erzbischof Franz Lackner, an Herrn Weihbischof Hansen Höfer, Herrn Generalvikar Roland Rasser, den Regens vom Priesterseminar Herr Tobias Giffermeier, Herrn Direktor Martin Leitner von der Hochschule Heiligen Kreuz und allen Priestern und Diakonen, die gekommen sind. Wir bedanken uns bei allen für die Anteilnahme, für das Gebet, für die Kranzspenden, Kerzen und heiligen Messen und besonders für die Spenden für das Missionswerk von Pfarrer Santan. So viele haben in den letzten Tagen mitgeholfen, um eine würdige Beerdigung für unseren Herrn Pfarrer zu organisieren. Wir sagen allen, die irgendwie mitgeholfen haben, ein herzliches Vergelt's Gott, jedem Einzelnen. Dem Pfarrkirchenrat, Pfarrgemeinderat, den Vorbietern, Mesnern, Ministranten, dem Bestatter der Gemeinde und unserer lieben Frau Bürgermeisterin Brigitte Lackner, den Vereinen, dem Covid-Stab und allen, die zum musikalischen Umrahmen mitgewirkt haben. Ein ganz herzliches Vergelt's Gott unserem Herrn Dekan Erwin Neumeier für die Predigt und für seine tatkräftige Unterstützung in allen Belangen. Vergelt's Gott. Thank you.
Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns noch einmal in Stille unseres Mitbruders und eures Pfarrers Santan gedenken und ihn der Güte Gottes anvertrauen. Zu Jesus Christus rufen wir voll Vertrauen für unseren Mitbruder Santan. Erlöse ihn, o Herr, von aller Schuld. Durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben. Durch dein Kreuz und Leiden. Durch dein Sterben und dein Auferstehen. Durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Lasset uns beten. Gott, du Hirt deiner Gläubigen, du hast deinen Diener Santan zum priesterlichen Dienst berufen. Wir danken dir, dass er uns dein Wort verkündet und uns das Brot des Lebens gereicht hat. Du weißt, wie er für dich und den Menschen gewirkt hat. Du kennst seinen Einsatz und die Frucht seines Mühens. Du kennst auch sein Versagen. Führe alles zum Guten und schenke ihm den Lohn für seinen Dienst. In deinem Licht lass ihn schauen, was er uns im Glauben bezeugt hat. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Wir haben hier keine bleibende Stätte. Unsere Heimat ist im Himmel. Lasst uns darum den Leib unseres verstorbenen Mitbruders zum Grabe tragen, in der Hoffnung auf die Auferstehung.
Herr Jesus Christus, du hast 3 Tage im Grab gelegen und durch deine Auferstehung das Grab für uns zu einem Zeichen der Hoffnung gemacht. Wir bitten dich, segne dieses Grab und lass deinen Diener, unseren Mitbruder Santan, in Frieden ruhen, bis du ihn auferwecken und erleuchten wirst, denn du bist die Auferstehung und das Leben. Im Licht deines Angesichtes lass dann im Himmel das ewige Licht schauen, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Abschied von Pfarrer Santan. Wir tun dies im Glauben an die Auferstehung und bitten, Christus nehme ihn auf. Er hat ihn erlöst, er steht für ihn ein beim Vater. Christus leuchte ihm als das ewige Licht. Die Liebe aber, die uns mit ihm verbindet, möge fortdauern in der Gemeinschaft der Heiligen. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wir übergeben den Leib der Erde. Christus, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren Mitbruder Santan zum Leben erwecken. Im Wasser der Taufe bist du mit Christus begraben worden und hast in ihm neues Leben empfangen. Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Dein Leib war Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr nehme dich auf in das himmlische Jerusalem. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. Das Zeichen unserer Hoffnung, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, sei aufgerichtet über deinem Grab. Der Herr schenke dir seinen Frieden. Glauben an den dreifaltigen Gott und an die Auferstehung von den Toten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten für alle unsere verstorbenen Angehörigen und für alle Toten. Gott, Vater des Erbarmens, schenke ihnen Vergebung und Frieden. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Vollende sie in deinem Leben. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Wir beten auch für jene, die um den Santa trauern. Gott, Spender des Trostes,
Tröste sie in ihrem Schmerz. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Festige ihren Glauben und stärke ihre Hoffnung. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Wir beten für uns selber und alle Lebenden, besonders für den aus unserer Mitte, der als Erster dem Satan vor das Angesicht Gottes folgen wird. Herr, Gott, Herr des Lebens, gib, dass wir dich suchen und umkehren zu dir. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Stärke und erhalte uns in deinem Dienst. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Lasset uns nun beten, wie es uns der Herr selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen auch die Gottesmutter grüßen, die voll Schmerz unter dem Kreuz ihres Sohnes stand, die aber auch die Freude seiner Auferstehung erleben durfte. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gnädiger Gott, erhöre unsere Gebete für den verstorbenen Priester Santan. Er hat deinen Namen unter uns kundgetan und den Menschen zu Christus geführt. Dein Sohn komme ihm nun entgegen und nehme ihn auf in die Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Herr, lass ihn ruhen in Frieden. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Die Gnade seines Segens schenke euch der Gott allen Trostes, der uns aus Liebe erschaffen und uns in Christus die Hoffnung auf die selige Auferstehung geschenkt hat. Amen. Den Lebenden gewähre er die Verzeihung der Sünden, die Verstorbenen führe er in sein Licht und seinen Frieden. Amen. Der Lebenden und der Toten erbarme sich Christus, der wahrhaft aus dem Grabe erstanden ist. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Amamus, ex soles filii vive, Jesus fieramus, crementes et frentes, in hac lacrimarum males. Ea ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos conventes. Et Jesus, benedictum fructum ventris tui, nobis postum.